Ja, in der Marktwirtschaft sind alle gezwungen, sich so zu verändern, so zu mutieren, dass ohne dass es ihnen bewusst ist, sie Opfer suchen müssen. Die Marktwirtschaft ist ein System, wo jeder Teil der Marktwirtschaft, jeder, der irgendwo Geld verdient, leider einem Evolutionsprozess unterliegt, nachdem er wie eine Gottesanbieterin mit seinen Fangarmen auf dem Sprung ist und sie fangen will, zum Opfer machen will, sie abkassieren will, danach giert, ihnen Spenden abzuzocken und so weiter. Und genauso ist natürlich auch das Internet voll von diesen marktwirtschaftlichen Dingen, wo es nur darum geht, sie abzuzocken und umsonst nichts. Und wir haben jetzt sozusagen ja ein Gütesiegel eingeführt, das bei einigen unserer befreundeten Homepages und sonstigen Aktivisten im Internet geschickt haben, das Gütezeichen für das wahre, hässliche und Gute. Ich glaube, Goethe oder so, oder irgendwie, da ging es ja um das wahre, schöne und Gute. Nein, das Schöne, das ist das, was sich bis jetzt bereichert hat, auf ihre Kosten, auf Kosten ihrer Lebenszerstörung bereichert hat. Und dass auch sie weiterhin abzocken wird. Also deswegen müssen wir sagen, ich zeige Ihnen jetzt den Überblick des wahren, hässlichen und guten des Internets, ja, der für Sie gute und wahre, aber eben auch hässliche Teil des Internets. Nur dort finden Sie für Sie Gutes und Wahres. Denn nur dort will man, dass auch Sie glücklich leben dürfen, glücklich, gesund und lange leben dürfen, weil man mit Ihnen leben will und weil man nicht so verändert ist, dass man eigentlich nur noch psychisch sozusagen so mutiert ist, so verändert ist, dass man eigentlich aus Ihnen nur Geld rausholen möchte. Und es völlig egal ist, weil man mit ihnen sowieso nicht leben kann und nicht will, weil ja die Manipulationen der Marktwirtschaft auch dazu führen, dass Menschen dazu unfähig werden, wirklich mit anderen Menschen leben zu können. Ja, also dieses Gütesiegel haben wir an einige befreundete Seiten geschickt. Zum Beispiel hier hab ich es gefunden, dass die es draufgetan haben. Da geht es auch hier um Inspiration zum Thema glücklichste WG, Gemeinschaft, Kommune, Gemeinwohlstaat. Dann haben wir das hier gefunden. Die haben da das Buch zu Das Heil. Zu dieser Seite gibt es also auch ein eigenes Buch, das die dann auch kostenlos veröffentlicht haben, und da kann man auch wieder sowas finden. Und dann haben wir es auf unserer eigenen Homepage natürlich auch drauf. Hier Weltrat der Weisen, dann haben wir es hier auf dieser Rat minus der Weisen, minus Weisen.bitworld.de drauf. Dann haben wir es. Dann, das ist eigentlich, da brauche ich es gar nicht drauf, denn das ist so schön hässlich, ja, diese Homepage, die steht für den Diplom-Theologen Jürgen Wagner, öff, öff, und die zeigt eben, ja, eben, wenn man sie nicht abzocken will, liebe Wählerinnen, also nicht in der Marktwirtschaft lebt und ohne dass es einem bewusst ist, wie die Gottesanbeterin, diese Fangschrecke sozusagen auf dem Sprung ist, sie zu fangen und abzuzocken, ja, wenn man das nicht ist, weil man außerhalb der Marktwirtschaft gegangen ist, dann ist da kein Geld und dann ist auch nichts Schönes, sondern Sie müssen im Internet gibt es nur diesen Teil, ich zeige Ihnen ja diesen wahren, das wahre, hässliche und Gute des Internets, der für Sie gute und wahre, aber hässliche Teil des Internets. Nur danach sollten Sie sich richten. Also hier, das ist auch, aber immerhin haben wir dafür von unseren internen Spendengeldern, die nur die internen
die Mitglieder des Weltrates spenden dürfen, immerhin 300 Euro dafür aufgewendet. Also ist die leider nicht ganz so hässlich, ja, aber und aber auch schon hier, wenn man hier draufklickt auf das Forum und so weiter, hier steht bei dem Forum auch irgendwo dieser Vermerk dann, wenn man es anklickt. Und dann haben wir hier, das werde ich gleich lesen auch, dann haben wir hier die Partei, auch da ist der Vermerk drauf, ja, die beraten wir ja, dann ist hier, auf dem Forum ist es noch nicht drauf, aber das spricht auch für sich, da ist die Technik noch nicht mal ausreichend, um die Sachen für ein Video gut genug zu vergrößern zu können. Dann, ja, und dann zeige ich noch hier, was gehört alles noch zu diesem, ach, da war doch noch mehr von diesem Imperium, zum Beispiel hier. Da, wie gesagt, da können Sie sich auch Inspirationen zum Thema Wahrheiten holen, obwohl es eben, wie gesagt, man muss ganz klar sagen, natürlich gibt es noch offene Unterschiede. Das heißt, wenn wir Gemeinschaften aufbauen, also die Gemeinwohl, Bonobo-Schenker Gemeinwohlgemeinschaft als Ganzheit, dann steht der Weltrat ja eher dafür, für den Teil der urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker, kommunistischen Gruppenehegemeinschaftsteile. Ja, und solche Teile sozusagen. Ja, aber hier sehen Sie also noch einen Sender, den Sender von Diplom-Theologe Jürgen Wagner, dann von seiner Frau, dann sehen Sie hier noch der Alte von der Schenker-Bewegung. Ja, und dann haben Sie noch von uns hier, ja, die Videos, da finden Sie eben auch unsere ganz einfachen und hässlichen Videos, also so nach dem Motto, das wahre, hässliche und gute des Internets. Unser Sender Next Scientists for Future, unser Sender Weltrat mit seiner einzigen Playlist, wo Sie hier, das ist diese Playlist, und da mit uns, da können Sie sich einige unserer Professoren im Originalton und Bild sozusagen hören, wobei Bild immer Foto ist, weil wir die Professoren, wir hatten damals nur die Telefonkonferenztechnik zur Verfügung. Ja, und dann haben wir hier eine befreundete Homepage. Sender, da wo sie in den Playlists wirklich alles finden, da helfen wir ja auch mit. Denen helfen wir in vielerlei Hinsicht, weil die auch nur wenige Leute sind, weil für das Gute finden sich bis jetzt nur wenige Leute, ne? Das war jetzt ein falsches Bild. So, dann haben wir hier also. Dann zeige ich das mal hier noch weiter. Das wahre, hässliche und gute des Internets. Den wahren, hässlichen und guten Teil des Internets für Sie. Da haben wir nochmal einen Screenshot davon. Unsere billigen Flyer, die allerdings mittlerweile dickes Papier bekommen haben und schon fast Hochglanzqualität haben. Also da verwenden wir schon auch Spendengelder. So ein Flyer kostet in der Herstellung, weil wir ja alles nicht auf große Massen machen, kostet über 30 Cent, ne? Aber in der modernsten Qualität jetzt richtig dickes Papier. Und hier nochmal das Forum, ja, hässliches Forum, billiges Forum, hässliches, billiges Forum. Unsere einfache Annonce hat allerdings auch uns Spendengelder, unsere eigenen Spendengelder gekostet. Wie gesagt, von außen, das Entscheidende ist dieses, dass wir von außen keinen Euro annehmen dürfen, damit eben überhaupt nicht wieder auch nur das Denken, auch nur einen Millimeter gegenüber den Geldgebern freundlich wird. Sie wissen, wie problematisch es ist, dass ja, also auch die Partei des Gemeinwohls darf keinen einzigen Euro Mitgliedsbeitrag oder Spenden von außen annehmen. Wenn, dann müssen die Leute die Aktionen für die Partei außerhalb machen.
und völlig unabhängig von der Partei, dass also nie ein Parteimitglied in Kontakt mit Geld kommt, da mit einem Geld kommt, ja. Und genauso der Weltrat, alles, das ist das, wie sagt man, finanzinteressenslose und geldlose Teil des Internets, der wahre, das wahre hässliche und gute des Internets, ne? Und deswegen ist natürlich auch das hier nur eine Kritzelei, ja, Sie wissen es ja, Gesellschaftstherapie mit der Gemeinwohlwirtschaft, Staatscoaching, Parteiencoaching, Großunternehmenscoaching, Individualtherapie, VIAT, psychologische Beratung, Mehrgenerationenlebensgemeinschaften, Kommunensupervision, alles kostenlos, Plenum und so weiter, Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, Gesundheitscoaching, Präventionsberatung, alles kostenlos, alles können Sie alles kostenlos bei uns finden. Und dann hier eben das Entscheidende ist, ja, ständig das, warum Marktwirtschaft automatisch immer zu einer Diktatur sofort wird, ja, zu einer scheindemokratischen, faktischen Diktatur wird, sind diese ständigen Geldflüsse in Richtung der öffentlich-rechtlichen Medien über die Werbespots, in Richtung der Unis über die Drittmittel, in Richtung der Product Placements, in die Spielfilmemacher, in Richtung der Politiker und Parteien und so weiter. Diese ständigen Geldflüsse, da fließen dann immer parallel, finden sich dann nach einiger Zeit der Evolution auch die Vorteilbringenden Irrtümer, die diese Sparten der Gesellschaft, die Diktatur der Sparten, also die Sparten der Gesellschaft, die Sozialsparten, die Alkoholsparten, die Tabaksparten, die Nahrungssparten, die Gesundheitssparten ausdünsten. Die dünsten ihre vorteilbringenden Irrtümer, also ihre Abzocker-Werkzeuge, ihre Gehirnwäsche-Manipulation, Propaganda, Werbung, vorteilbringende Irrtümer, Abzocke-Instrumente in alle befreundeten, durch die Gelder befreundeten Köpfe hinein, aus, und so werden sie dann als Wählerinnen auch noch gehirngewaschen von diesen Informationsquellen der Gesellschaft sozusagen, kommen diese Irrtümer alle zurück, und sie werden zu Lobbyisten wider Willen und Werbeträgern wider Willen all dieser vorteilbringenden Irrtümer, und die ganze Marktwirtschaft ist von oben bis unten dann vollständig ein Einheitsbrei aus Unwahrheiten, aus vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten. Und das alles zerstört ihr Leben, denn dann sie sozusagen all ihr Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand wird drastisch reduziert, also aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner wird drastisch reduziert dadurch. Und deswegen gibt es ja nur ein Motto: raus aus der Marktwirtschaft, ja. Und ja, das ist eben diese Diktatur der Sparten hier. Nur Gemeinwohlwirtschaft ist für uns interessant. Hier nochmal, hier, da können Sie selber mal Sparten eintragen, die wir vielleicht vergessen haben. Hier haben wir einige der Sparten, an die wir denken, reingekritzelt, von wegen alles eben das wahre, hässliche und gute des Internets. Ja, alles Kritzeleien, handgemacht, kostet kein Geld, ja, alles kostenlos, und ja, und alles kostenlose Funde im Internet, ja, alles, ja, dann so viel dazu. Vielleicht muss ich noch mal zurück gleich. Naja, ich kann ja mal hier bleiben. So, und dann hier unten, wie immer, hier unten rechts draufklicken und die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht Freude. Hören Sie meine Sendung vielleicht mit 1,75. Probieren Sie einfach mal die verschiedenen Tempi aus. Ich empfehle zum Einschlafen 0,75 als Schlafförderung. Ja, und so haben wir also die Dinge. Und dann wollte ich das hier vorlesen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, das ist hier schon, das hier wahrscheinlich.
Schluck Wasser. Da habe ich im Forum geschrieben und das in diesem Forum kann man das vergrößern, obwohl es auch völlig kostenlos ist. In dem anderen ist es ein bisschen schwierig, die Sachen zu vergrößern. Also aus diesem Forum, dem Freie Argumente Kultur Forum hier, da ist das mein letzter Beitrag und den lese ich wie öfters ja vor. Unser oberstes gemeinsames Ziel ist ja, die Häufigkeit des verantwortlichen Gutes tun wesentlich zu erhöhen. Also unser oberstes gemeinsames Ziel ist ja, die Häufigkeit des verantwortlichen Gutes tun wesentlich zu erhöhen, verglichen mit der jetzigen Masse des Schlechtestuns in der Welt. Denn die Welt ist die Marktwirtschaft. Und das ist der Fall. Also der Niedergang und der Fall. Ja, also der Sündenfall ist die Marktwirtschaft. Ja. Und durch die doppelte Doppelschädigkeit haben wir ein attraktives Gesamtangebot, das auch immer in seiner ganzen Breite angeboten werden sollte, weil wir ja noch hier noch eine Unklarheit haben mit der optimistischen und pessimistischeren Perspektive, wobei es Kommunenteile in jeder Bonobo-Schenker-Gemeinwohlgemeinschaft wird es Gemeinschaftsteile geben, die eher gemäß der optimistischeren Perspektive leben. Das ist Diplom-Theologe Jürgen Wagner, und Weltrat Next Scientists for Future und so weiter wäre dann die pessimistischere Perspektive mit der urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe. Und das ist eher die pessimistische Perspektive. Und in der Partei des Gemeinwohls, also da ist man sich wohl einig, da gibt es, glaube ich, keinen großen Dissens, dass man für den Gesamtstaat dann auf jeden Fall auf die Gemeinwohlwirtschaft setzen sollte, damit die allerdings auch eher aus der etwas pessimistischeren biologischen, naturwissenschaftlichen Perspektive kommt, ne? Die optimistischere Perspektive von Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, Stefan Raab, allen großen Fernsehsendern und so weiter, als der Aussteiger der Nation, ne? Wie ich es mal nennen würde. Aus der Marktwirtschaft, der ist also schon aus der Marktwirtschaft ausgestiegen, so wie ich auch, ja. So, die optimistischere Perspektive, Verantwortungsbildung dahingehend, dass am Ende die Geisteskraft, also da wird im geisteswissenschaftlichen Sinne durchaus dem Geist viel zugetraut. Das, was Biologen nicht so sehr machen, ja, Biologen sind da pessimistischer. Ne? Verantwortungsbildung dahingehend, dass am Ende die Geisteskraft alles verantwortlich lenken kann, weil die Geisteskraft bestimmend wird und alle Gen- oder DNS-Egoismen transzendiert, überwindet quasi und sich die Menschen gegen Profitmöglichkeiten auf Kosten von Mitmensch und Erde entscheiden und damit alle früher vorteilbringenden Irrtümer durchschauen. Womit also die Selbsttäuschung auch endet. Ja, und da sagen wir so, nee, der Mensch ist leider sehr anfällig für Selbsttäuschung, sagt eher die pessimistischere Variante. Aber die optimistische sagt, nein, die Menschen können auch ihre Selbsttäuschung mit vorteilbringenden Irrtümern durchschauen und können sich da rausheben aus dem Ganzen, ja, durch die Geisteskraft. Eine interessante Frage dann ist, und ich würde auch in diese Gemeinschaftsteile, Gemeinwohlgemeinschaften Teile, Bonobo-Schenker-Gemeinwohlgemeinschaften Teile überwechseln, wenn die besonders glücklich würden, ne? Denn mich interessiert ja nur, ich möchte noch erleben, dass wir sehr, sehr viel glücklicher leben dürfen als bisher. Deswegen ist die interessante Frage, wie viele Menschen zieht dieses Angebot, dass sie den Egoismus, die Vergeltungswelt, des reziproken Altruismus überwinden an? Wir hatten ja dieses Video da irgendwas im Internet gezeigt,
wo das finden Sie sicherlich auch in der Playlist dieses befreundeten Senders News und Talks. Da finden Sie sicherlich in der Playlist neu. Da geht es dann um Egoismus und Gemeinwohl und so weiter. Ja, und die interessante Frage ist weiterhin, bei wie vielen Menschen wird die Menschengeschwisterlichkeit, das Denken an die ungeborenen Generationen in relativer Selbstlosigkeit gelingen? Fragezeichen. Ich habe gerade gestern Matthias Richling gesehen, der so sagte, jetzt müssen wir also lernen zuzugucken, unserem Nichtstun, also auch gerade beim Klimathema. Hat er da in der Rolle von Annalena Baerbock gesagt, das trifft es wohl ganz gut. Bei wie vielen Menschen wird die Menschengeschwisterlichkeit, das Denken an die ungeborenen Generationen in relativer Selbstlosigkeit gelingen? Welches anziehende Glücklichsein werden diese Menschen ausstrahlen können? Danach werde ich mich richten, in welchen der Gemeinschaftsteile ich mich dann gerne anschließen möchte, ne? Petens, die pessimistischere Perspektive. Jetzt sind wir also eher beim naturwissenschaftlich-biologischen Denken, ja? Gibt es, also das vorher war geisteswissenschaftliches, optimistisches Denken. Jetzt kommt das naturwissenschaftlich-biologische Denken, das ich natürlich für überzeugender halte, persönlich, bisher jedenfalls, bis darauf, dass mir das Gegenteil bewiesen wird. Gibt es Menschen, für die der Geist nur ein biegsames Werkzeug ist, um die Welt so zu manipulieren, dass man möglichst viele Ressourcen erschleicht, auch faktisch auf Kosten der anderen Menschen und der Erde? Der Geist als reine Abzockehilfe, Abzockewerkzeug, als Manipulationswerkzeug? Ja, das ist quasi das Menschenbild, das letztendlich hier auch schon, da trifft sich's gut, das Bild hier, das schon auch vor der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel, also Marktwirtschaft, vor der Erfindung von Marktwirtschaft, vor mindestens 140.000 bis spät, längstens 400.000 Jahren, dass auch dort schon die Natur so war, dass es immer darum ging, Ressourcen anzuhäufen, Ressourcen in die Körper reinzubringen und dass das Gehirn dafür nur ein Werkzeug war. Also dass das da nicht ein Gehirn, ein Geist sitzt, der Wahrheit absolut und der Irrtümer Korrektur verpflichtet ist an sich und für sich, sondern das Gehirn ist nur ein Werkzeug eines Bioroboters, der erst einmal Ressourcen hier maximieren muss, damit er auch Milch hat, um diese Ressourcen an seine leiblichen Nachkommen, also an die DNS-Träger der Zukunft, weitergeben zu können. Also sozusagen, es geht immer darum, sind meine Gene noch in der Enkelgeneration und Urenkelgeneration noch präsent oder nicht und in welcher großen Zahl und in welcher Qualität, ja? Und insofern ist alles ein Ressourcenfindungsprozess. Auch diese Frau, die Männer und die Frauen müssen alle auch immer die beste Ressourcenqualität, also erstens mal die beste Genqualität suchen. Wobei Männer da ein bisschen großzügiger sein können, an wen sie alles ihre Gene geben, weil sie billig viel davon herstellen können. Frauen können ihre Gene, das ist immer gleich eine teure Investition, weil sie dann eben hier immer gleich hier schwanger werden und dann eben eine teure Investition haben und das dann auch noch säugen müssen als Säugetiere und so weiter. Und das möglicherweise viele Jahre lang, bis zu 10 Jahre lang, sollten wir als Denkraum mal denken, dass, denn wir wissen ja gar nicht, wie lange natürliches Stillen geht, weil wir ja in der
Epoche der Marktwirtschaft ja in der extremen Körperfeindlichkeit leben und deswegen gar nicht wissen, wie viel Jahre Menschen von Natur aus stillen würden. Denn es gibt leider, wir können höchstens die Bonobos heranziehen, aber die haben halt auch alle andere Altersverläufe. Aber ich denke da auch, dass die sehr lange stillen, die Bonobos. Müsste man mal genau die Daten haben, ne? Und das, also ist das Gehirn und der Geist ist also aus biologischer Sicht diesem Interesse, Gene in der Urenkelgeneration, Enkel-Urenkelgeneration, die eigenen Gene dort in möglichst guter Qualität und mit guten Kameraden und so weiter dort zu hinterlassen, ja. Das ist, der nur in einer guten Genqualität des Gesamtpaketes sind dann die eigenen Gene auch mit guten Chancen für weitere Existenz dann auch untergebracht. Und dass das Gehirn dem folgt und sich auch eben bereitwillig auch Irrtümer aufnimmt und Unwahrheiten aufnimmt und weiter transportiert, wenn damit die entscheidenden Ressourcengewinne möglich sind. Und deswegen ist so meine pessimistische Perspektive eher so, ja, also, wo war ich denn gewesen hier? Meine pessimistische Perspektive ist dann eher so, ja, dass ich eher so zu einem Ja neige, wenn ich die Frage stelle, gibt es Menschen, für die der Geist nur ein biegsames Werkzeug ist, um die Welt so zu manipulieren, dass man möglichst viele Ressourcen erschleicht, auch faktisch auf Kosten der anderen Menschen und der Erde, auch wenn einem das dann nicht bewusst ist, weil die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen einem ja die Illusion erlauben, man würde anderen Gutes tun, aber faktisch schadet man den anderen Menschen, ja? Der Geist als reine Abzockehilfe, Abzockewerkzeug, als Manipulationswerkzeug, das kann ich nicht ausschließen, weil das einfach, weil meine Überzeugung ist bis jetzt, dass das Gene weiter transportieren, und zwar eigene Gene in die Enkelposition weiter zu transportieren, dass die oberste Aufgabe des Bioroboters ist und nicht die Wahrheit an sich. Ja? Während der Diplom-Theologe Jürgen Wagner irgendwie, ich bin gespannt auf seine Argumentationskette, also ich bin gespannt, was er heute Abend auf meine Frage sagen wird, wenn ich ihm sage, wie sind deine Kausalketten? Wie ist deine Argumente-Logik? Deine Argumente-Ketten? Wie sind deine Argumente-Kausal- oder kausalen Argumentketten? Ja? Wie kam es zu dem Mangel an verantwortlichem Gutestun in der Menschheit und wie willst du es reparieren? Ja? In den Gemeinschaftsteilen, die sozusagen eher eben auf die Geisteskraft oder auf das Geisteswissenschaftliche auch setzen wollen, ja? Ja, falls ja, und ich glaube ja, falls noch Menschen übrig bleiben, die den Egoismus nicht transzendieren können, und ich fürchte, ich bin auch so einer, dann haben wir noch zwei Wege zum Gutestun übrig. Die Gemeinwohlwirtschaft, die jedem Schlechtes tun, wenigstens die Beute entzieht, was wichtig ist übrigens, wenn wir zwischen den Gemeinschaften anfangen oder auch in den Gemeinschaften anfangen würden, Ferntauschhandel zu treiben, dann geht es nämlich wieder los mit der Marktwirtschaft, Marktwirtschaftsgefahr, und dann muss sofort Gemeinwohlwirtschaft eingeführt werden. Und in der dann trotz nicht transzendiertem Egoismus das Tun des Guten für die Mitmenschen und die Erde erzwungen wird. Wobei meine Betonung immer auf dem Guten für die Mitmenschen liegen würde, was dann automatisch auch für die Erde gut ist. Denn was die Erde kaputt macht, schadet immer auch Menschen. Und wenn ich darum, mit der Gemeinwohlwirtschaft dafür sorge, dass den Menschen Gutes getan wird, dann wird auch die Erde pfleglich behandelt und begärtnert und ja, als in einen Garten Eden verwandelt, während ja die Marktwirtschaft die Erde verdreckt und kaputt macht, ne?
Ja, und wir haben eben noch die urmatriarchalen, pazifistischen, kommunistischen Gruppenehen als Teil unserer Gesamtgemeinschaften, die auch kein schlechtes Tun zulassen, trotz nicht transzendiertem Egoismus, weil eben die Frauen das Handeln der Männer, das Schenken der Männer sorgsam beobachten, das Schenken an die Frauen und Kinder beobachten, dadurch eine faire Leistungsmessung durchführen, wo es wahrscheinlich auch kaum möglich ist, dass ein Bonobo-Mann betrügt, weil es wird nicht leicht sein, wenn er mitbekommt, dass ein anderer Bonobo-Mann mit seinen Federn schmücken würde, dann würde er den zu seinen Streifzügen zur Nahrungssuche nicht mehr mitnehmen. Und sozusagen, wenn der ihn um sein Urheberrecht betrügen würde, sozusagen, und den Frauen vorspielen würde, er hätte den reifen Fruchtbaum gefunden und nicht der andere Bonobo-Mann. Ich glaube nicht, dass das sich in einer sozialen Gemeinschaft wie den Bonobos rechnen würde. Also da wird es Wege geben, wie da der Betrug nicht stattfindet, ja, weil ja die einzelnen Bonobo-Männer auch ein großes Interesse haben, dass sie nicht um den Lohn für ihre Leistung betrogen werden durch andere Bonobo-Männer, ja. Also ich denke, und im Kopf eines Bonobo-Mannes, und die sind ja alle miteinander verwandt, das sind ja alles Brüder, Onkel, Neffen, Cousins und alle männlichen im Bonobo-Kommunismus sind ja alle Männer miteinander verwandt, und damit liebevoll miteinander. Also niemand wird den anderen foltern, um ihm seine Geheimnisse über Nahrungsquellen zu entlocken. Also wird immer der eine überlegene Schenkleistung erbringen kann für die Frauen, auch ermittelt werden von den Frauen, und dann wird auch er die größten Chancen haben, seine Gene in die Enkel- und Urenkelpositionen dann weitergeben zu können, ne? Also insofern denke ich, dass wir, wenn wir eben auch eben die Bonobo-Schenker-Gruppen-Ehen als Teil unserer Gesamtgemeinschaften dann erproben, dass wir das auch hinkriegen, wobei wir da natürlich auf ausreichende Homogenität achten müssen, weil die ja die Vaterschaftsungewissheit ein wesentliches Kernelement ist, um die Infantizidneigung der Säugetiere zu blockieren, sozusagen. Ja? Aber das habe ich auch schon tausendmal erwähnt. Wir Menschen geben uns also bewusst einen Rahmen, in dem schlechtes Tun einfach nicht mehr erfolgversprechend bzw. verlockend ist, wie in der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft ist schlechtes Tun einfach erfolgversprechend und verlockend, und dann helfen die vorteilbringenden Irrtümer, dass man in der Illusion lebt. Vielleicht leben auch Sie als Zuhörerinnen auch noch in der Illusion, Sie würden Gutes tun in der Marktwirtschaft. Ich sage Ihnen leider, das ist eine Illusion. Sie glauben dann bestimmte vorteilbringenden Irrtümer, mindestens ihrer eigenen Sparte. In der Marktwirtschaft ist leider, haben wir nichts Gutes gefunden. Es ist alles Schädigung der anderen und Profite machen auf Kosten der anderen. Ja, das ist Marktwirtschaft. Ja, Marktwirtschaft ist Profite auf Kosten anderer Menschen. Und wenn Sie Geld verdienen in der Marktwirtschaft, dann schaden Sie irgendwo, haben aber vorteilbringende Irrtümer. Und weil wir ihnen so die Wahrheit sagen, und deswegen bin ich ja ausgestiegen, habe meine Praxis geschlossen und bin aus der Marktwirtschaft ausgestiegen, arbeite nur noch ehrenamtlich. Und ja, weil eben ich das erkannt habe, und deswegen haben wir auch so wenig Abonnenten und so wenig Leute, weil diese Wahrheit kaum jemand verträgt. Wer verträgt schon die Wahrheit, ne? So, wenn wir immer dieses Gesamtangebot in seiner ganzen Breite anbieten, müsste es für jeden Menschen attraktiv sein, naja, hoffentlich, für den optimistischeren und für den pessimistischeren. Was das Transzendieren, also noch einmal, der optimistischere ist eher der geisteswissenschaftliche und der pessimistischere eher der
naturwissenschaftlicher, was das Transzendieren des Egoismus betrifft. Ich empfehle allen Interessenten immer diese ganze Bandbreite bzw. Gesamtpalette anzubieten. Vielleicht finden wir so mehr Mitmachende für die Gemeinschaften und die Fraktpartei des Gemeinwohls PDG. Ja, so viel dazu. Mal gucken, was ich noch so als Kurznachrichten vielleicht noch habe. Also, Sekunde. Ja, meine letzte Bemerkung ist nur noch, dass ich sage, meine zwei Glückswege, und dazu kann ich dann auch hier nochmal ein bisschen was hiervon lesen, meine zwei Glückswege, wo ich sicher bin, als naturwissenschaftlicher Denker, dass ich 10-mal glücklicher leben kann, als es die Marktwirtschaft mir jemals erlaubt hat. Meine zwei Glückswege heißen, entweder leben in der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft oder Hausarztersatzpraxis-Gesundheitsgemeinschaft, also diesem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot, wo dann auch der Hausarzt anfängt zu experimentieren mit Gemeinwohlgemeinschaften, Lebensgemeinschaften, Mehrgenerationenwohngemeinschaften und so weiter, weil er eben weiß, wenn der Mensch rauskommt aus der Einsamkeit und wieder miteinander liebevoll lebt und vielleicht sogar mit einem voll erfüllten Sexualleben total glücklich ist, sozusagen. Hab gestern mit einem Musiker, wir haben geschwelgt in unseren Jugenderinnerungen, wie wir wenigstens in der Marktwirtschaft nichts haben anbrennen lassen, aber auch das, was wir da an tollen Liebeserlebnissen hatten mit den Frauen und so weiter, war trotzdem natürlich alles nur armselig verglichen mit dem, was dann die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften uns ermöglichen würden, weil nämlich der Hausarzt dann am meisten Geld verdient, wenn ich so glückselig bin, dass ich nicht mehr konsumsüchtig, esssüchtig oder was auch immer bin und einfach glücklich und gesund lebe und liebe und so weiter. Und weil das die Hausärzte dann wissen, dass sie nur so am meisten Geld verdienen können, werden sie alles tun, um das zu fördern. Und der zweite Weg, also Betens, also das war Atens, die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, und der Betens ist direkt und gleich jetzt auszusteigen aus der Marktwirtschaft mit vielen netten Leuten und dann gleich schon in der Bonobo-Schenker Gemeinwohlgemeinschaft, also zu leben, und zwar in der Unterabteilung urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker kommunistische Gruppenehe als Unterabteilung jeder Gemeinschaft oder einer Gemeinschaft zu leben, ja? Ja, und dann lese ich noch so ein paar, guck noch mal wieder, was es gibt so Neues, auch wieder hier der Hinweis auf die Hässlichkeit, dann noch mal der Hinweis auf die ZDF-Sendung, wo ja immerhin so ein paar Minuten über Gemeinwohlökonomie gesprochen wurde. Ja, immerhin hat also damit die Gemeinwohlökonomie schon das ZDF erreicht. Ja, und ja, hier die Einladung, heute Abend gleich wieder mitzusprechen im Samstalk, ne? Sofort mit anklicken, ja. Die Links finden Sie ja unten in der Infobox natürlich auch. Marktwirtschaft, ja, das nochmal, dieser Kernsatz nochmal lesen, ja. Marktwirtschaft erlaubt durch nicht bewusste Einflussmöglichkeiten der Sparten die Zerstörung des Wohlfühlens der Menschen, was dann zur profitsteigernden Konsumsucht bezüglich zum Beispiel der Produkte der Tabak, Alkohol, Zucker und so weiter Sparten führt, zu süchtigen Versuchen der Menschen, das ihnen vorher geraubte Wohlfühlen durch Suchtkonsum künstlich wiederherzustellen. Gemeinwohlwirtschaft unterbindet in allen Sparten derartige nicht bewusste Einflussmöglichkeiten. Ich glaube, das ist der größte unterschätzte Faktor, dass die Leute sich nicht klar sind, dass ihnen das Wohlfühlen geraubt wurde, damit sie kaufen.
dass die Leute denken, sie würden leben. In Wirklichkeit wurde ihnen alles Glück von der Geburt an, wurde ihnen in jeder Sekunde wurde daran gearbeitet, ihnen alle Glücksquellen des Lebens wegzunehmen, damit sie kaufen und konsumieren und dass sie deswegen nie leben dürfen in der Marktwirtschaft. Ja? Zehnmal glücklicher Leben ermöglicht nur die Gemeinwohlwirtschaft mit ihrem Raus aus der Einsamkeitsgesellschaft zurück ins Sozialleben, in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften und in den oft von Hausärzten oder von uns selbst jetzt sofort initiierten, nicht marktwirtschaftlichen Gemeinwohlgemeinschaften. Wollen Sie zukünftig leben in Marktwirtschaft, Kapitalismus oder Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlökonomie? Das könnte so die Umfrage von Allensbach sein, die wir vielleicht finanzieren wollen. Aus naturwissenschaftlicher, speziell biologischer Sicht der weltweit wichtigsten Denker, der Pioniere und der Weltspitze wissenschaftliches Denkens ist die Marktwirtschaft, Klammer Fern, Tauschhandel oder Tauschhandel und Markt, manchmal auch Kapitalismus genannt, die allereinzige Ursache aller Menschheitsprobleme. Das hat sich immer mehr verdichtet. Es ist wirklich nur die Marktwirtschaft, die Erfindung der Marktwirtschaft ist der Sündenfall. Ja, das ist der einzige Sündenfall der Menschheit. Aus der Marktwirtschaft auszusteigen in die Gemeinwohlwirtschaft oder in die Gemeinwohlgemeinschaften ist der einzige Weg zum viel besseren Leben, zum zehnmal glücklicheren Leben. Ne? Deshalb raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohlgemeinschaften und oder die Gemeinwohlwirtschaft. Marktwirtschaft und Demokratie schließen einander aus. Marktwirtschaft ist grundsätzlich immer Diktatur, ganz egal, ob offen als Faschismus oder versteckt und nicht bewusst als scheindemokratische Diktatur per Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda und Werbung durch die Sparten, also durch die vorteilbringenden Irrtümer, die da eine Rolle spielen. Ja, und dann hier die Züchtung, also wie die Gesundheitssparten sich Kunden züchten. Lesen Sie das alles immer wieder. Immer wieder ist was Neues hier zu finden. Lesen Sie und wie ihr Wohlstand sich drastisch bessert. 600 Euro netto zusätzlich, 200 Euro Rentenerhöhung monatlich. Alles durch Gemeinwohlwirtschaft, es sei denn, ich habe gerade wieder mit dem Chef der Fridays for Future Köln gestern gesprochen, es sei denn, die machen die große Pressekonferenz mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer und alle Medien kommen und wir sagen, okay, einen Großteil dieser Gelder stecken wir in Deutschland in den Klimaschutz, ne? Das wären wir dann im Wort. Aber im Moment sagt die Partei, bevor die Fridays for Futures nicht kommen, und endlich das Angebot von uns wieder aufleben lassen wollen, also dass wir das wieder aufleben lassen sollen, solange geht dann das Geld an die Menschen und und weil das Klimaproblem, wenn dann sowieso nur über eine weltweite Lösung gehen kann, ne? Ja, also lesen Sie. Das ist immer wieder, tja, und dann hier haben Sie das Menü, da können Sie dann noch vieles anklicken. Ja, also, so viel für jetzt. Und morgen erscheint ja dann die Talkshow, der Samstag wieder, die Talkshow. Ne? Also hier, wo ist es die? Hier. Melden Sie sich noch an für heute Samstagabend, lassen Sie sich noch die fehlenden drei Code-Elemente, Buchstaben oder Zahlen nennen. So, ja, tschüssi, bis bald.